Den kann ich noch Wasser eingegossen für Vibe. Darf ich dir was einschenken? Ein bisschen yep. Vitamin für ein dich. Vitamin. So. Anziehen wir. Jetzt trinken. Wir nehmen aber die erwachsene Portion. Das gleiche machen wir eigentlich auch noch mit Marinieren, oder? Auch nochmal 6. So. Jetzt, ja, Tyrosin. Rausballern. Nicht, wenn man zu viel nimmt. Das gibt übrigens gute Gehirnleistung. Das macht ein bisschen Fokus. Erinnerung zum Gedächtnis war keine schlechte Sache. Betanolin, wie oft? Nach ein langes Jahr genommen. Kleiner Scoop sind 800, aber empfohlen sind 800. Ich nehme jetzt mal ein bisschen mehr. So, und du auch, wenn es kribbelt in der Hirnanhangdrüse. Nur sagen, wenn jemand das nie genommen hat, in den ersten. Kreatin, natürlich. Ja. Kreatin, gesagt worden. Muss ran, läuft nichts vorm Training. Nach anderen Anmerkungen nehmen wir, ich glaube, mir reichen so ein, die zwei. Ein Löffel reicht mir. Ein. Wichtigen Sachen zusammen. Ich nehme noch ein bisschen. Aber wer das sagt, ne? Hey, ich habe ganz schön abgenommen, ja? Ja. So, und das hier nochmal vielen Dank an Protein Arena. Zimt ist jetzt nicht. Das ist lecker. Das verleiht. Oh ja, das hier ist lecker. Das ist so typisch. Mhm. Booster. Boah. Ja. Hoffentlich wird es blau. Ich mag ja blaue Getränke. Oh, ja. Das wird reinfallen hier. Wir trainieren jetzt zum ersten Mal wieder zusammen seit. Boah. Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti mit. Meinem großen Schatten. Das ist nicht rassistisch, oder? Das ist doch rassistisch. Okay. Also in den 2022. Du musst richtig denken, was du sagen musst, ne? Wir trainieren zum ersten Mal wieder zusammen seit einem Monat. Haben schon unseren Pre-Workout-Booster genommen, diesmal ja. Ganz besonderen. Kickt wow. Er schon ein bisschen? Ein bisschen, ja. Ein bisschen, gut. Wir werden mal zwischendurch in der Halbzeit gucken, ob er wirklich gut war oder ob wir noch ein bisschen überdosieren müssen. Ansonsten seht ihr mehr dazu in dem entsprechenden Booster-Video. Und heute machen wir zum Einstand, wo sich die Trainingsbuddies endlich mal wiedersehen, ein schönes Brusttraining, wie sich das gehört. Ich war nicht untätig diesmal, weil sonst komme ich von meinen Auslandsreisen wieder und habe nichts gemacht, diesmal schon, aber zeitgleich ist das hier ein Form-Update. Ich habe nämlich zwei Nachrichten für euch. Zum einen, ganz interessant, ich habe mich jetzt mal wieder darauf eingelassen und ihr wisst, mein Kanal steht hauptsächlich für echtes Bodybuilding und das bedeutet meistens Recovery und sich erholen und nur einmal die Woche den Muskel trainieren. Das nenne ich richtiges Bodybuilding und damit bin ich nicht ignorant, sondern das ist eigentlich eine Lehre, die verloren gegangen ist durch, naja, so ein bisschen Fitness-YouTube-Lehre. Und jetzt habe ich mal 4 Wochen mich dem wieder hingegeben, weil ich eh auf Reisen war, in Hotel-Fitnessstudios trainieren musste, nicht die ganzen Gewichte und Geräte hatte und habe 2-mal die Woche den Muskel trainiert. Jetzt seht ihr dadurch das Form-Update. Ich kann euch jetzt schon mal eins verraten, ich bin einiges leichter geworden. Klar, ich habe mehr Sport gemacht, ich habe etwas weniger gegessen in der Zeit. Das ist deswegen ein etwas unfairer Vergleich. Aber ihr werdet gleich sehen, sieht das Ganze noch gut aus oder weniger. Vor allem, wenn ich neben so einem Breiten stehe. Und heute gibt es ein paar ganz besondere Sachen für euch. Nämlich, wir fangen an mit einem Pit-Force-Satz. Heißt, hartes Bankdrücken mit sehr viel Gewicht, das wir bewegen. Und gehen dann über zu ein paar fliegenden Bewegungen und so weiter. Gewöhnen uns wieder ganz gut ein und schauen einfach mal, wo der Kräftevergleich ist. Okay. Gym Buddies sind auch immer ein bisschen Konkurrenten, aber nur natürlich, um sich zu pushen, denn ich möchte, dass der stärker wird und er möchte, dass ich stärker werde. So, aufgewärmt haben wir uns schon, ihr kennt die Routine, ich habe es jetzt nicht mehr alles einzeln abgefilmt. Ihr habt es schon in Dutzenden anderen Videos gesehen, seht ihr da auch, es gibt schon ein paar Brustvideos auf diesem Kanal. Ja. Deswegen fangen wir jetzt an, wir wärmen uns noch ein bisschen auf spezifisch. Wir machen den Pit-Force-Satz an der Multipresse. Warum an der Multipresse? Die ist geführt. Hinterher kann man sich nicht mehr so gut konzentrieren, deswegen müssen wir das nicht daran machen. Gerade die letzten kann ich nur empfehlen, macht das dann etwas geführter. Das könnt ihr natürlich auch sehr gut machen an den Maschinen, an den unilateralen Maschinen. Da kann man auch sehr gut Pit-Force-Sätze machen. Wir machen es jetzt an der Multipresse, damit wir eben das nicht unilateral, bilateral haben. Und danach geht es dann lustig weiter. So, wir wärmen uns jetzt ein bisschen auf und dann geht's los. We'll be right back.
So Leute, eins müsst ihr wissen. Maib und ich haben immer so eine kleine Wette am Laufen. Immer wenn ich von den Reisen zurückkomme, ja, aus Tansania oder dergleichen, dann fordert er mich hier raus und hat meistens gut durchtrainiert, so wie jetzt. Sieht richtig gut aus, ist richtig gut im Fleisch. Und dann machen wir so ein paar Tests mit verschiedenen Übungen. Meistens die Kurzhanteln bewegen, weil das am schwersten ist, die rauszubekommen. Und dann nehmen wir die dicken Klötze, gucken, dass wir zwischen 45 und 50 nehmen und gucken, wie oft wir die schaffen. Jetzt gerade hat er wieder behauptet, zum vierten, fünften Mal, dass er mehr schafft als ich. Gut, ich habe ein bisschen abgenommen, er hat ganz schön zugenommen. Heute ist der richtige Tag. Aber heute ist der richtige Tag und jetzt ist es auf Kamera, heute auf YouTube. Richtige. Heute, ja. Wir machen jetzt gleich einen kleinen Test, das ist nur ein Satz. Das ist die gesunde Competition. Und gucken mal, wie viel wir mit die 50er bewegen können. Und naja, ihr könnt dann auch gerne die Form beurteilen. Und jetzt schließt schon mal an dieser Stelle die Wetten ab. Schafft er mehr oder schaffe ich mehr? Ihr seht so ungefähr den Vergleich, obwohl es unfair ist, er hat einen Tanktop an. Und heute naja, der richtige Tag. Wer schafft mehr Wiederholungen mit den 50 Kilo? Bitte jetzt in die Kommentare, damit wir auch direkt sehen, ob ihr recht habt oder nicht. Mal sehen. Was schätzt du, wie viel du schaffst mit den 50ern? Mindestens 5. 5, okay. Die erste zählt natürlich dazu, wo man die rausheben muss. Wenn das nicht hinhaut, geholfen wird nicht, ne? Nein, kein Helfen. Gut. Und ich denke mal, ich schaffe 6. Lange die 50er nicht bewegt, aber mal schauen. Die hat man nicht im Ausland. Ganz. So, wir wärmen uns natürlich weiter vorher auf, bevor wir die 50er-Klötze nehmen. Mhm. Obwohl wir uns dann nicht aufwärmen mit den Kurzhanteln. Ne? Also, es wird hart. Ja. Jetzt nochmal letzter Aufwärmsatz mit 100. Ja. Dann machen wir unseren Kurzhantel-Challenge und dann geht es direkt an den Pitfall-Satz. Jo. Komm jetzt. So, es ist soweit. Der Challenge direkt zu Beginn und danach ziehen wir das Training durch. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt, wenn man vor allem die Kurzhanteln mit der Übersetzung solche schweren Gewichte zum ersten Mal nach längerer Zeit wieder nimmt. Kann was passieren. Jetzt fuschen wir ein bisschen. Wir nehmen uns die Handgelenkbahn an. Ist ja nicht fuschen. Also ist auch unterstützen ein bisschen. Ist auch lange Zeit kein Kurzhantel genommen, ne? Also ich jetzt, kennt ihr das, wenn man vorher erstmal die Ausreden alle sagt? Nein, so. Also. Ich sage nur, wie es seid, obwohl es weiß, dass ich es. Also jetzt, die letzten Wetten laufen an. Mal sehen, ob wir vielleicht sogar mal eine Live-Premiere mit dem Video machen. Da müsst ihr mich bis jetzt gewettet haben. Also, jetzt habt ihr noch die Chance zu tippen. Gleich geht's los, die Spannung läuft. Ich bin leider der, der anfängt, weil er zuletzt sich warm gemacht hat. Was tippst du denn, wie viel Wiederholung ich schaffe? Du? Ich würde sagen, 2-3. 2-3. Ja. Und ich würde tippen, du schaffst die 50er nicht rauszuheben. Du schaffst nicht eine. Nicht raus? Ich will dich doch schön mal anheizen. Was denkt der? Der wird nicht eine Wiederholung schaffen. Respektlos das. Ja, okay, du schaffst. Wenn du es einmal hoch hast, dann schaffst du mehr. Aber der erste, das ist immer das Schwere. Ne? Naja, gucken wir mal. Jetzt geht's los. Boah, allein dich schon rauszunehmen, ist schon ein bisschen schwerer. Das ist mein Problem. Rauszunehmen ist mein Problem. Ja, aber wir haben schon festgelegt vorher, das muss man schaffen. Okay, du bist trotzdem hinten zur Sicherheit. Das ist es. Wir challengen uns zwar, aber jeder hofft trotzdem, dass der andere mehr schafft, beziehungsweise viel schafft und wir supporten uns. Ich will das sogar nicht. Danke, Brother. So, hab jetzt Fokus. Come on. Scheiße. 8. Das war halb. 9. Dann geht nicht. 9 geschafft. Ihr könnt selbst beurteilen. 9 geschafft. Komm, großer. 9. Deiner Meinung nach? 10 meiner? Ihr könnt selbst bestimmen. Hau rein. Konzentrier dich.
Ready? Zum kleinen Push. Ja, komm! Komm, war nicht zu lang. Ja. Okay, eins. Hammer, zwei. Drei. Vier, komm. Fünf ist noch drin, komm. Sechs, komm. Push. Okay, komm. Fuck! Ich sagte, ich sage fünf, also mein Ziel habe ich noch eins. Das stimmt, du bist genau drauf. Aber, komm, ich akzeptiere es. Du gewinnst. Heute. Let's go. Sobald ihr angefangen habt, gibt es kein Zurück mehr. Dann könnt ihr nicht mehr pausieren. Das war jetzt hier Nummer 1 von 20. Hammer! Siehst du, wird immer besser.
Bleib da unten. Na, das darf man doch hier bei YouTube nicht sagen. Oh, okay. Shit. Banane! Genau. Oh. Okay, 5. 4. 3. 2. 1. Kaboom. Komm. Richtig Power jetzt. So, geh direkt wieder hin. Du hast jetzt leichtes Gewicht. Ich möchte, dass du direkt wieder wiederholst. Komm, 10 Stück noch. Hau rein. Mach. So, ich möchte mal gerne von euch da draußen wissen, also kommentiert mal, mit wie viel Gewicht ihr das schafft. Ich möchte mal eine Orientierung haben, ob ich kräftig bin oder nicht, weil eigentlich bin ich in der Brust nicht besonders stark, glaube ich. Hab aber auch keine Orientierung, weil ich immer nachts trainiere. Wenn so ein Pocken weniger schafft, bin ich schon echt stolz auf mich, aber vielleicht. Leute, ihr habt eine ganze Menge verpasst. Ich weiß nicht, warum die Kamera gestoppt hat bei den letzten 10 Wiederholungen. Maib hat sich ordentlich einen abgequält. Schade, dass ihr das nicht gesehen habt. Nun ja, aber ihr habt das Prinzip verstanden und ihr habt es jetzt auf zwei Arten gesehen. So könnt ihr es ein bisschen justieren. 32,5 Kilo. So, versuch sie möglichst ausgestreckt zu halten. Als Trainingspartner könnt ihr gut testen, ob ihr keine zu starke Entlastung habt. Spürt es auf der Brust. Wenn im obersten Punkt die Brust plötzlich nachlässt und nicht mehr angespannt ist, hat er zu viel aus der Kontraktion rausgenommen. Versucht die Kontraktion im obersten Punkt zu halten. Das fordert eine ganze Menge Konzentration. Macht es mit eurem Partner mal. No homo, sagt man das heutzutage noch, darf man glaube ich gar nicht mehr. Haltet mal die Hand drauf und testet das. Ihr werdet merken, dass sie oben plötzlich irgendwann einfällt. Das soll nicht geschehen. Und gut, anspannen und wieder runter. Tief einatmen. Ihr werdet es nicht glauben, ich habe gerade rausgefunden, warum die Kamera ausgegangen ist. Gerade bei dem spannenden Teil von Maib, die Kamera ist überhitzt. Hier im Studio. Könnt ihr mal sehen, was wir hier durchmachen. So, nochmal mit 27,5 hinterher und achtet jetzt mal auf meine Technik. So, wir sind jetzt bei der Hälfte des Trainings angelangt und es ist ganz schön hart.
Vor allem merke ich auch, Maib, nach dem ersten Satz, der eigentlich schon ein ganzes Training ist, der Pitfall-Satz, dann noch die anderen zu machen. Ich empfehle es euch wirklich, euch ranzutasten. Schaut mal, wie ihr auf einen Pitfall-Satz reagiert. Und ja, ruhigen Gewissens wartet. Disziplin, denkt dran, ist nicht viel zu machen. Gerade beim Bodybuilding ist die Disziplin sehr oft bei euch Motivierten da draußen, diese Übermotivation zu bremsen. Heißt, macht mal weniger. Kümmert euch mal mehr um die Regeneration, dann werdet ihr auch mehr wachsen. Das ist immer wieder eine Lehre hier auf dem Kanal. Die Leute trainieren eher zu oft, gehen zu oft ins Fitnessstudio, gehen zu lange ins Fitnessstudio, machen zu viel Sätze, zu viel Übungen, zu viel Wiederholung. Gerade nach so einem Satz ist es vielleicht wesentlich progressiver, das dabei zu belassen. Nun ja, wir übertreiben heute mal, damit es ein schönes Video wird. Kennt ihr das? Hälfte des Trainings und ihr habt euren Trainingspartner verloren? Ja. Wie es im Krieg auch so schön heißt, wir lassen jeden zurück. Und das ist mein Trainingsmotto. Nur die Haken. Gut. Wir machen jetzt noch die Fliegenden hier am Kabel. Damit ihr euch hier auch keinen abreißt, erstmal einen nach vorne ziehen. Den anderen holen, wie bei der fliegenden Maschine. So viel zu meinem Form-Update. So sieht es im Moment aus. Ich bin schlanker geworden. Ich denke mal, 4 Kilo habe ich abgenommen durch das Training. Und dadurch, dass ich mehr trainiert habe, habe ich was verloren. Auch ein bisschen an Kraft, Masse, vielleicht auch an Wasser im Muskel verloren. Ist aber auch, muss man fairerweise sagen, so ein bisschen die andere Ernährung. Ausland, Sonne, Umstellung. Habe ich schon was zu gesagt in den Reisevideos. Aber ja. Ihr seht, ein schwammiges Sixpack ist nicht Bühnen, aber ist zumindest eigentlich weniger Fett, als gesund ist. Meines Erachtens ist das so die gesündeste Fettform, die ich haben kann oder ein bisschen mehr. Aber ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie euch die Form gefällt. Besser so oder ist massiger. Ihr seht, Mike ist so erschöpft von dem Pitfall-Satz und das auch nicht, das auch zu Recht. Ich habe euch gewarnt, achtet drauf, der ist so erschöpfend. Er hat 20 Mal eine Maximalwiederholung gemacht. Da ist die Erschöpfung vorprogrammiert. Ganz harte wie ich. Alle glauben dir das. Das reicht's auch, das reicht auch. So, das sind 2 fliegende Varianten. Ich muss sagen, diese hier gibt ein wahnsinnig gutes Gefühl. Die andere ist eine Powerübung, die ihr vor allem am nächsten Tag oder 2 Tage später am besten fühlt. So, komm, mit 30 versuchst du es nochmal. Schön vorne zusammenführen, Schultern hinten und unten lassen. Richtig spüren hier. Langsam zurück, kurz vor die Streckung. Ja, und wieder. Hammer. Das ist steinhart. So ist gut. Dem Jungen scheint kalt zu sein hier. Kamera überhitzt und jetzt zieht sich Pullover an. Psch.
So, die letzte Übung für heute. Nur einer von den beiden Trainierenden hat überlebt. Aber darin steckt kein Versagen im Falle von Maib, sondern nur Weisheit. Und das ist tatsächlich ein Anzeichen für Fortgeschrittene. Natürlich könnte er weitermachen. Das Gewicht wird dann einfach runtergemacht und klar kann er Wiederholung absolvieren. Aber er spürt einfach, dass es keinen Sinn mehr macht. Seine Brust ist K.O. Er bewegt bei weitem nicht die Gewichte, die er sonst bewegen sollte bei der dritten Übung. Und merkt einfach, es ist genug getan. Denkt daran, das ist Weisheit, das ist Fortschritt, das ist Disziplin, nicht weiterzumachen. Dazu gibt es viele Videos hier auf dem Kanal, unter anderem Disziplin. Und dafür kann man ihn quasi nur loben. Das ist kein Zeichen von Schwäche, wenig Kondition. Und das sage ich nicht nur aus Solidarität, weil ich ihn mag, obwohl er mich mal umgebracht hat, sondern weil es tatsächlich weise ist. Ich pumpe jetzt noch ein bisschen was raus. Bei mir geht es noch von den Gewichten, weil ich einfach von einem anderen Kaliber bin. Boah. Max noch, aber ich muss zugeben, Max hat hier nur 85 Kilo. So, Zeit für ein wenig Intra, ein bisschen, ein Klitzedextrose und ein paar Elektrolyte. Hier wird ordentlich geschwitzt. BCAAs, ich weiß, unbeliebt. Und EAAs gemischt. Ja. Und es ist blau. So, motiviert aber nicht nochmal für Max. So Leute, wie ihr seht, bekommt ihr noch ein Form-Update von Maib obendrauf und ich muss sagen, der Junge hat einiges getan. Daneben ist es jetzt nur noch schwer, sich blicken zu lassen. Wenn ich auch nur so aussehe, als würde ich so ein bisschen mithalten können, dann liegt das nur an dem Mega-Pump-Booster. Wie fandst du den Booster? Super. Ja? Perfekt. Also vor allem durch das Tyrosin hat man gar nicht so Koffein-Probleme gehabt, oder? Ich würde sagen, mit diesem Training, das wir heute gehabt haben, ja, ohne diese Booster, ich weiß nicht, ob wir das schaffen könnten. Und ich habe dann auch mit Hanteln, mit Kusshanteln 50 Kilo genommen. Oh ja, das klingt jetzt alles so, ja, als würden wir eine große Werbung machen. Aber bedenkt, dass das hier kein Booster ist, den wir selbst verkaufen. Und nicht mal ein Booster, den es gibt, sondern das ist einfach eine Mischung. Ja, ja. Das Einzige, was ich damit verkaufe, ist natürlich, dass ich ein Mega-Experte bin. Probiert es einfach mal aus, holt euch die Ingredienzien. Die gibt es zu kaufen. Bei Protein Arena, natürlich auch woanders, aber da kriegt ihr alles in einem Package, nämlich dem Gotti Booster Package und könnt euch das mixen, wie ihr wollt. Also, hat bestanden. Perfekt. Ansonsten, Hammerform. Ihr werdet noch mehr Trainingsvideos mit ihm sehen. Ich würde sagen, alleine einen Daumen kriege ich jetzt mal für Maibs Form, obwohl ich das nicht bin, aber für ihn. Und nochmal einen Daumen hoch, wenn ihr mehr von ihm sehen wollt. Auch in die Kommentare, mehr von Maib. Maib ist übrigens Maib. Maib. B. Und nicht mit K. Viele denken mal, ich sag Mike, klar, das ist der bekannte Name, aber es ist Maib. Ja. Senegal. Aus ist ein typischer Senegal. Senegalesischer Name? Nein. Nein? Findet man nicht so oft. Nein. Habe ich auch noch nicht gehört. So, also das war unser Training. Daumen generell für alles.
Wir haben das jetzt auch abgebrochen. Normalerweise kommt Bizeps danach. Wir machen keinen reinen Brusttag. Aber das lassen wir beide sein. Es war anstrengend. Vor allem das Drehen ist immer anstrengend. Und jetzt hört man sogar noch einen Sauger im Hintergrund. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr. Und deswegen auch danke, Mike, dass du das erträgst. Das Training wird immer durch das Drehen ein bisschen zerstört. Alleine dafür schon Lob, hoffentlich. Ansonsten schaut euch die anderen Videos auf dem Kanal gerne mal an. Abonniert den Kanal. Und ja, den Booster findet ihr bei proteinarena.de. Ja. 15% off. Bis bald, euer Gotti. Ciao.